Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Hello Kitty Online. Die zweite Aufnahmesession. Ja, eigentlich hatte ich das ja nicht vor, aber da die Resonanz so umwerfend war, besonders im ersten Part, komme ich wohl nicht drum rum. Sehe ich ein bisschen zwiegespalten. Natürlich ist es toll für den Kanal, dass es so gut ankommt und die Viewzahlen etc. schießen ja förmlich in die Höhe im Vergleich zu anderen Projekten. Aber auf der anderen Seite möchte ich das eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich spielen. Aber wie gesagt, ich scheine einfach nicht drum rum zu kommen. Und ja, allerdings werden aus Zeitgründen jetzt wohl die Ports nur alle 2 Tage kommen. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Ich möchte mich auch nochmal entschuldigen, dass Port 2, ich weiß nicht, ob es Port 3 ist, Port 3 habe ich mir gar nicht angeschaut, dass da ab und zu Standbild war und der Ton weiter lief, das Bild aber nicht. Ich kann mir nicht erklären, woran das liegt. Ich habe noch ein paar Einstellungen vorgenommen. Ich hoffe, das ist jetzt besser und kommt nicht mehr vor. Ansonsten muss ich mir da was anderes überlegen. Ja, wir haben uns beim letzten Mal hier am Pier ausgelockt. Wir haben diese Musikinstrumente bei dir, Daniel, abgegeben. Und ich muss gestehen, ich weiß jetzt gar nicht mehr so richtig, was wir jetzt alles für Aufgaben haben. Okay, wir müssen ein Ticker-Tape, ein Golden Ticket, ein Q-Toy und ein Special Coin finden. Haben noch 19 Cloudy Stones zu finden. Müssen noch 3 Auberginen anpflanzen, wo ich allerdings. Ach ne, nee, die Pflanzen, die Samen hatten wir glaube ich schon. Da müssen wir bloß noch gucken, wo wir das machen können. Wo unsere Farm ist, okay. Und genau dieses komische Rhinoceros besiegen, was uns diese komischen Fliegen droppen sollte. Oder ne, Fliegen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich da ja ein bisschen. Hab ich gehabt. Das wollte uns die einfach nicht droppen, aber nur gut. Schauen wir mal, wo wir diese Tickets etc., die wir jetzt für Daniel suchen müssen, finden können. Okay, hier haben wir noch die Cloudy Stones, wo wir noch einige brauchen. Ansonsten würde ich mich jetzt mal, ich könnte ja mal gucken, es dürfte doch bestimmt dabei stehen. Oh, the Dream Carnival, also einfach irgendwo in der Wildnis, okay. Ja, ich hoffe mal, dass wir ein bisschen vorankommen, dass wir nicht allzu lange in dem Port nur Items suchen müssen, weil das ist ja wirklich jetzt nicht so das Spannendste. Wenn ich diese Zeppeline schon wieder sehe, irgendwann raste ich nochmal aus mit den Dingern. Ja, mehr außer Umschauen kümmern wir uns ja jetzt gerade nicht auf der Suche nach den Items. Ich würde nochmal in die zur Adventure Area laufen, wenn ich den Weg finde. Da wir da eh hin müssen, um die Rhinos zu töten und. Ja, vielleicht findet man auf dem Weg ja noch was. Auch wenn es bloß diese Cloudy Stones oder Zeppeline sind. Ja, komm. Hebe auf. Gut. Was haben wir hier noch? Bestimmt auch noch ein Cloudy Stone. Genau. Und hier auch. Nein, hier haben wir das Q-Toy gefunden. Der erste von den 4 Gegenständen, die wir für, ich glaube, den Daniel suchen müssten. Okay, also liegen die auch einfach hier so frei in der Wildnis rum. Okay, gut. Gehen wir wieder in die Adventure Area. Und hier gibt es auch noch eine Menge Cloudy Stones. Und schauen, ob uns die Rhinos diesmal den Drop, den wir brauchen, besorgen. Na, heb auf! Komm. Und wenn wir überhaupt eins finden. Da oben steht eins, gut. Ich heb noch fix die Cloudy Stone. Ah ne, Golden Ticket. Also es sind doch auch in der Adventure Area die Items, okay. Jetzt haben wir schon 2 von den 4. Und greifen wir doch mal das Rhino an. Los, mach's kaputt. Ach, da unten war die Lebensanzeige, genau. Ah, wir sind auch schon zur Hälfte down. Also die machen ganz schön Damage. Ich weiß nicht, ob man eigentlich schon irgendwie. Oder ob sowas überhaupt. Puh, mit 9 Life Points überlebt, Gott sei Dank. Aber wir haben nicht das bekommen, was wir brauchen. Also wieder ein Fehlversuch quasi. Nun gut. Schauen wir mal, ob wir noch eins finden. Und auf dem Weg vielleicht noch ein paar Cloudy Stones oder von den anderen Items. Was finden, wenn er sie dann mal aufheben würde? Danke. Ja. Policeman, hier geht's wieder raus, genau. Das ist quasi auch das einzige Areal, wo man kämpfen kann, ne? Also
Wenn da nicht noch was Großartiges kommt irgendwie aus irgendeinem Grund, dann sind die Rhinos wohl die stärksten Gegner, die es hier gibt. Haben wir nicht noch irgendwas zum Essen, dass wir unser Leben mal schneller regenerieren können? Cloudy Stone, Magic Spicy Chicken. Das sind alles Materialien. Ticket Toy. Pure Magic Rock Guide. Ja, Vorgängen ist Schmieden, habe ich jetzt mal nachgeguckt, was auch immer wir uns schmieden können, aber wir lernen das Rezept gleich mal, dass wir wieder einen Platz mehr frei haben hier. Ich weiß, das Inventar ist ja schon begrenzt, ob es hier noch mal sowas wie eine Bank oder sowas gibt. Ich glaube es aber nicht. Denn diese ganzen Handwerksmaterialien möchte man ja schon irgendwo aufheben, wenn man sich, nicht jetzt ich unbedingt, aber wenn man sich mit dem Spiel etwas mehr beschäftigen möchte. Okay, unser Leben ist gleich wieder voll. Wir sind bei 88 live. Dann können wir gleich nochmal das Rhino hier, Ancient Rhino, angreifen. Vorher wäre das sicherlich zu gefährlich, wenn wir vorhin schon bloß mit neun Life Points überlebt haben. Ach, was ist denn los, Alter? 97, 98. Ja, komm, scheiß drauf. YOLO. Mach mal kaputt. Das wird knapp. Das wird ziemlich knapp. Ach du Scheiße, ich glaub. Komm, komm, komm. Wir sind gestorben. Kofinus ist tatsächlich bei Hello Kitty Online gestorben. Ja. Ob das jetzt irgendeinen Nachteil gibt, ich weiß nicht, ob wir ein bisschen Geld verloren haben oder so. Aber ich hab's geschafft, bei Hello Kitty Online zu sterben. Da hätte ich die zwei Life Points doch lieber mal abgewartet. Ja, wir sind jetzt bei 43, ich denke. Die Quest ist viel zu schwer für uns. Wir schauen doch lieber mal nach den Items. Vielleicht bekommt man ja doch irgendwo mal noch ein bisschen Ausrüstung aus einer Quest oder so, womit man noch ein paar Stats oder sowas dazu bekommt. Keine Ahnung, ob es sowas gibt. Schauen wir uns da erstmal um. Cloudy Stones müssten wir ja jetzt auch bald alle haben. Genau, noch vier. Gibt's hier? Okay, hier gibt's. Ach ne, das war ja die Minispiele, das ist keine Quest, genau. Ne, die Minispiele werde ich nicht machen. Das wird dann laufen wie im ersten Part mit der Cutscene. Dass ich das zwar alles sehe, aber das aus irgendeinem Grund in einem extra Fenster ist, was so aber nicht zu erkennen ist und dann nicht aufgenommen wird. Also das bringt einfach... Kann ich die auch angreifen? Ach, egal. Bringt einfach nichts, die zu machen. Da die zumal sicherlich weniger spannend sein werden, etc. Unnötig. Nutzlos. Wie dieses ganze Spiel eben. Und diese Zeppeline. Komm, den überholen wir. Tja. Wo können wir jetzt noch nach den zwei anderen Items bleiben? Oh, okay, hier haben wir das Ticker-Tape. Es fehlt da bloß noch eins. Und die Lala hat eine Quest für uns. Schnell reden, bevor der Zeppelin kommt. I'm sorry to bother you, but have you seen my twin brother around? His name is Kiki and he has blue hair and a white gown like mine. He ran off to have fun at the carnival, but he took my event with him. I've been looking everywhere for him, but he keeps moving around. If you see him, could you please tell him to blah, blah. Okay, ja. Ihren Bruder suchen, dafür bekommen wir 5 Traumfragmente. Wenn ich mich recht erinnere, war der Bruder hier irgendwo einfach Richtung Süden. Deswegen gehen wir einfach mal zuerst Richtung Norden und gucken, ob es hier noch irgendwas zu finden gibt für uns. Ich habe auch immer noch... Waren wir hier schon mal? Na, da kann man ja nichts machen. Ich suche ja immer noch die Farm, wo ich jetzt diese Auberginen anpflanzen kann für die eine Quest. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Hier kann man sich, wie es aussieht, ein Haus bauen, aber... Oh, diese Zeppeliner. Aber das scheint erst später zu kommen. Wenn überhaupt. Schau mal, hier ist der Sunpride Express.
Ich habe mir schon wieder gar keinen Timer gestellt. Ich weiß schon wieder gar nicht. Ach, da läuft's mit. Okay, gut. Ja, Mimi, das war's nicht. So, was haben wir denn hier? Ne? Das war noch ein Cloudy Stone. Brauchen wir auch bloß noch zwei. Schauen wir mal, wo die ganzen Items noch stecken. Hier ist nichts. Gibt's hier unten noch was? Stimmt. Waren doch jetzt eigentlich schon überall. Wenn die Sachen für den Daniel nicht so mega versteckt sind wie die anderen drei, dann müsste einem das ja eigentlich hier auf dem Weg irgendwo begegnen. Genau, hier ist er, der Bruder. Kiki. Und hier unten haben wir noch den Special Coin. Da haben wir die Quest für Daniel schon erledigt. Dann erledigen wir die Quest auch gleich mal, indem wir den Bruder finden. Hi there, huh? Lala wants her went back. What is she talking about? Oops, I guess I was having so much fun that I forgot I was holding on it. Here you go. Trottel. Gut, jetzt haben wir den Zauberstab von Lala und können den wieder zurückbringen. Mal schauen, ob wir hier oben noch die Cloudy Stones. Die haben sind bestimmt auch 30 feste Locations, ne? Die werden sicherlich nicht überall spawnen. Einfach so. Da muss man jetzt bestimmt noch die Locations der letzten beiden finden. Das könnte auch ätzend werden. Ich hoffe mal, dass das nicht so problematisch wird. Wenn es so viel Zeit kostet. So viel Zeit habe ich jetzt auch nicht, dass ich hier in Hello Kitty Online eine halbe Stunde damit verbringe, zwei Cloudy Stones zu suchen. Ja, müssen es ja nicht übertreiben, ne? So, ist hier drüben zufällig was? Ne, gut. Dann müsste doch hier gleich die Lala kommen. Genau, da war sie. Bitchin. Oh, you got my vent back. Thank you. Da gibt es noch einmal 5 Traumfragmente und das war's. Wieder keine Ausrüstungssachen oder sowas. Wie unsere tolle Hose aus dem Tutorial. So, hier gibt's auch keine Cloudy Stones. Tja, da bleibt uns ja bloß noch. Ja, das müssen wir bei Daniel abgeben. Hier müssen wir noch die 2 Stones finden. Hier müssen wir irgendwo die Auberginen anpflanzen und das Rhino töten. Ah, da war es doch gerade. Pure Magic Rock. Was können wir denn? Pure Magic Chunks. Haben wir doch. Was können wir denn mit dem Rock machen? Haben wir nicht diese Chunks? Tatsächlich. Wir sind gerade dabei zu craften. Ich glaub's nicht. Zu schmieden. Einfach so in. Können wir das nochmal machen? Nee, okay. Jetzt haben wir einen Pure Magic Rock erschaffen, aber was uns das bringt, kann ich nicht sagen. Die Jeans könnten wir uns ja noch machen, wobei die auch keine Stats haben. Und wir finden den Items hier sowieso quasi nichts haben. 3 Pure Magic Rocks. Da haben wir schon 3, ja, dann haben wir wahrscheinlich da auch schon mal welche gedroppt bekommen. Na ja, gut, irgendwas wird einem das schon eventuell gebracht haben. Ich würde sagen, schauen wir nochmal in das Adventure Area. Könnten denn noch die 2 Cloudy Stones sein? Hier oben waren wir doch jetzt eigentlich schon über. Ach, diese Zeppeline. Irgendwie überall. Ist vielleicht noch eine neue Quest jetzt irgendwo, aber bestimmt nicht. Entweder sind noch im Adventure Area welche oder wir müssten nochmal unten am Steg gucken. Oder wir fahren mal in den Hafen. Da könnte man doch auch irgendwie in den Hafen fahren. Das wäre doch auch was. Vielleicht schauen wir uns den Hafen mal im nächsten Part an. Wäre doch eine Idee. Werd ja sicherlich noch einen machen müssen. So, waren wir hier unten überhaupt schon mal? Hier gibt's nichts aus rein. Na gut, diesmal aber. Diesmal gewinnen wir, komm. Los, hau ihm aufs Maul. Enttäusch mich nicht. Sind schon wieder so viele Zahlen bei uns. Wir sind bei 37 live. Boah, nein, nein, nicht wirklich. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Was ist das für ein Drecksspiel? Fluchte Scheiße! Boah! Krieg ich Ausschlag! Ich glaube, die Quest wird auf eine bestimmte Zeit verschoben.
Ich geh jetzt zu Daniel. So, komm mal hier irgendwie zurück. Hier hin. Ja. Ich will den Sundroid Express nehmen. Gibt's hier zufällig noch Cloudy Stones? Komm mal hier irgendwo hin? Nein. Ist hier noch was? Nein. Ich bin gerade schlecht gelaunt, muss ich so ehrlich sagen. Gibt's hier noch Cloudy Stones? Nein. Toll. Na gut, hier hast du schon mal deine Items. Oh, the length that you have taken to get these items. Thank you so much. Here you go, your very own Teddy Bear Guide. Remember, knowledge is power. Jetzt können wir uns einen Teddybären machen. Wow. Keine neue Quest, okay, aber das. Sowas braucht die Welt. Jetzt können wir uns einen Teddybären machen. Schauen wir doch mal. Was braucht man denn? Handheld-Item. Die können wir dann sogar in der Hand halten. Chunks und Masch brauchen wir da zwei. Die kriegt man doch von den komischen Pilzdingern da mit Venture Area. Shiny Coating habe ich aus irgendeinem Grund ein. Keine Ahnung woher. Sewing Needle können wir uns bestimmt irgendwo kaufen. Das Zeug auch. Ein Thread, Fäden haben wir ein. Vielleicht machen wir uns irgendwann mal einen Teddybär. Tja, aber sonst kann ich jetzt gar nicht so sagen, wo ich jetzt noch gucken sollte. Man könnte jetzt nochmal den Weg hier lang laufen, aber ich glaube nicht, dass das groß etwas bringt. Die letzten sind dann wieder irgendwo versteckt. Ich weiß nicht, ob die zufällig auf der Karte angezeigt werden. Sieht aber nicht so aus. Das sind die Snoozing Constructor Quests. NPCs, Teleports. Aber sonst gibt's hier. Ein anderer Player ist hier. Marie Elendier. In der Adventure Area. Okay. Man sieht tatsächlich nochmal einen anderen Spieler auf dem Server. Ich bin erstaunt. Ich dachte schon, ich bin der Einzige, der sich diesen Kack hier antut. Ich weiß ja nicht, wer sowas freiwillig spielt, aber. Oh, Cinnamon hat eine Quest für uns. Oh no, this is terrible. Some of those sneaky monsters in the adventure area stole my freshly baked cinnamon rolls. I'm so scared of them, but I need those rolls for the carnival. Do you think you can help to get me them back? Ja, die Zimtrollen sollen wir zurückerobern, die die Monster in der adventure area gestohlen haben. Ich hoffe, es sind keine Rhinos. Tja. Hier oben waren wir ja doch jetzt eigentlich überall, oder habe ich was übersehen? Zwei Cloudy Stones fehlen noch. Hier ist wieder der Hello Kitty Puff. Meine Melody. Ups. Puh. Ich könnte jetzt spontan nicht sagen. Könnten. Ah, hier, hier. Alle beide. Zack. Wunderbar. Bei den Puffles haben sie sich versteckt. Okay, ja, stimmt, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Hier bin ich mal kurz reingegangen, aber bin dann wieder umgedreht. Ja, ich würde sagen, die Quest. Wo muss man die Quest denn überhaupt eigentlich abgeben? Beim Policeman. Wahrscheinlich der bei Hello Kitty da. Ich denke, das kann man noch schnell machen. Ich meine, hier gibt es viele Policemen, vielleicht zählen die auch alle gleich, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, das war der hier, bei Hello Kitty. Genau, geben die Cloudy Stones noch ab. Splendid, you've got quite the eye for treasure, thank you. Take this pure dream with you on your travels. You never know when it might come in handy. Ja, 30 Traumfragmente, das ist eine Menge, okay. Aber wieder nichts Item-mäßiges Neues oder so. Nun gut. Gehen wir nochmal zur Adventure Area und ich denke, um die Zimtrollendiebe kümmern wir uns dann im nächsten Part. Ja, ich hoffe, es sind nicht diese Rhinos, aber ich glaube es mal nicht. Tja, im vierten Part war es nicht so weit, wir sind
endlich. Was heißt, wir sind gestorben bei Hello Kitty Online, dass das überhaupt geht. Okay. Sogar zweimal. Ich denke, das schaffe auch bloß ich. Ich bedanke mich dann bei euch trotzdem fürs Zuschauen und hoffe, oder auch nicht, denn wenn die View-Zahlen ist, dann lasse ich den Scheiß einfach sein. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, bis dann. Tschüssi.